Dieser Hund soll fernsehen. Eine Sendung über Eichhörnchen. Hundekino für die Wissenschaft. Die Forscher an der Veterinärmedizinischen Universität Wien interessiert, können Hunde unsere Gefühle und Gedanken verstehen? Also ich würde sagen, in einem weiteren Sinne verstehen uns Hunde. Es ist immer die Frage, was versteht man unter Verstehen. Aber sie sind sehr sensibel uns gegenüber. Sie beobachten uns. Hund und Mensch haben einen besonderen Draht zueinander. Aber was genau kriegen die Tiere alles mit? Ludwig Huber und sein Team haben dazu einen Versuch entwickelt. Der soll zeigen, ob Hunde sich in die räumliche Perspektive des Menschen hineinversetzen können. Die Probanden heute? Frauchen Hayel und ihr Japanspitz Yukibo. Auf geht's ins Labor. Hund und Frauchen gegenüber setzen sich drei Mitarbeiterinnen. Ludwig Huber beobachtet auf Monitoren den Versuch. Was als nächstes passiert, soll der Spitz nicht direkt sehen können. Die mittlere Mitarbeiterin versteckt ein Leckerli in einer von vier Tassen. Aber in welcher? Die anderen beiden schauen währenddessen nach rechts. So kann nur eine von ihnen sehen, in welcher Tasse der Snack landet. Dann legen sie die Wand wieder um. Die beiden Mitarbeiterinnen deuten auf jeweils unterschiedliche Tassen. Wem wird Yukibo folgen? Wenn sie gut beobachtet hat, dann folgt sie der aus ihrer Sicht rechten Mitarbeiterin. Denn nur sie hat sehen können, wo das Leckerli versteckt ist. Dazu muss sich die Hündin aber in die Perspektive beider Mitarbeiterinnen hineinversetzen und logisch kombinieren. Nur die eine kann es wissen. Ist Yukibo für so einen komplexen Gedanken schlau genug? Ja, ist sie. Die Belohnung folgt sogleich. Damit die Hunde nicht riechen können, wo das Leckerli ist, haben die Forscher vor Beginn alle Tassen mit Futter eingerieben. Den Versuch haben sie schon mit über 100 Hunden gemacht. Schon im allerersten Versuch haben 80% der Hunde die wissende Person gewählt, also die Person, die an die Wand schaut, an der Versteckerin vorbei. Der Versuch zeigt, Hunde können die räumliche Perspektive eines Menschen einnehmen. Sie können sich also vorstellen, was wir sehen. Aber können sie sich auch in unsere Gefühle hineinversetzen? Das soll ein MRT-Scan zeigen. Dabei darf sich der Hund nicht bewegen. Deshalb übt Australian Shepherd Knopfi zunächst an einer Attrappe. Achtung! Und bleib, so ist er brav. Im Training schaut Knopfi eine Dokumentation über Eichhörnchen. Entspannung pur. Später beim Versuch zeichnet der Scanner dann Knopfis Hirnaktivität auf. Dabei schaut er dann dieses Video. Inhalt: Frauchen beim Spielen mit einer Hundepuppe und mit einem anderen Hund. Ja, genau, ein Konkurrent. Das hat meistens zu heftigen Reaktionen im Hundegehirn geführt. Und zwar im Hypothalamus. Bei Menschen ist der aktiv bei Eltern-Kind-Beziehungen, aber auch bei Partnerschaftsbeziehungen. Und wir fanden, dass gerade bei diesem einen Video, wo der Hund seine Halterin sieht, mit einem anderen echten Hund, nicht mit dem Stofftier, und in der freundlichen Interaktion des Streichelns, dass dort der Hypothalamus überproportional häufig anspricht. Und das bedeutet, die Hunde sind eifersüchtig. Sie merken, mein Frauchen mag einen anderen Hund. Dafür müssen sie sich in uns hineinversetzen und unsere Gefühle deuten. Aber haben sie auch eine Vorstellung von unseren Gedanken? Merken sie zum Beispiel, wenn wir sie belügen? Zurück in den Versuchsraum. Nun ist Hündin Yari an der Reihe.
Vor ihren Augen versteckt eine Mitarbeiterin ein Leckerli. Eine zweite sieht dabei zu. Dann wird das Leckerli umgetopft. Alles unter Beobachtung von Yari und der zweiten Mitarbeiterin. Die präsentiert Yari dann lautstark den ersten, also falschen Topf. Fällt Yari auf die Lüge herein? Nein. Sie ignoriert den ersten Topf und entscheidet sich für den zweiten, in dem das Leckerli wirklich steckt. Nun wandeln die Forscher den Versuch ab. Mit einer neuen Versuchshündin, Mia. Denn Yari weiß ja schon, wo der Leckerbissen hinwandern wird. Der große Unterschied? Mitarbeiterin 2 verlässt während des Umtopfens den Raum. Sie sieht also nicht, wohin das Leckerli wandert. Wieder zurück deutet sie auf Topf 1. Diesmal aber aus bestem Wissen und Gewissen. Und das macht offenbar Eindruck auf Mia. Die Hündin entscheidet sich für Topf 1, der aber leer ist. Wir haben das dann so interpretiert, dass wir gesagt haben, na ja, das ist eine ehrliche Person. Sie zeigt das, was sie weiß. Und wenn der Hund versteht, dass diese Person eben nicht alles weiß und daher das zeigt, dann vertrauen sie einer ehrlichen Person. Wenn die Informantin lügt, entscheiden sich viele Hunde für den richtigen Topf 2. War sie aber draußen und deutet mit ehrlichen Absichten auf den falschen Topf 1, dann folgen ihr zahlreiche Hunde. Ehrlichkeit siegt also, zumindest in der Hundewelt. Die Experimente in Wien zeigen, die Vierbeiner verstehen uns wohl besser, als wir glauben. Aber das haben viele Hundebesitzer sicher schon geahnt.